Im kommenden Jahr gipfelt das Ansfeldner Kulturwesen in mehreren Veranstaltungen zu Ehren von Anton Bruckner. Dessen Geburtstag jährt sich dann zum 200. Mal. Ein Höhepunkt des internationalen Brucknerfests 2024 wird genau hier, unweit von seinem Geburtshaus und Denkmal, stattfinden. Wo wir jetzt gerade stehen, wird am 4. September des Jahres 2024 das Cleveland Orchester unter Franz Welser Möst hier das Konzert zu Bruckners Geburtstag geben. Anton Bruckner wurde hier wenige Meter von hier entfernt geboren und ich denke mir, mit einer weltweiten Übertragung wird man Ansfelden und Anton Bruckner wirklich in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit rücken. Ich bin ganz besonders stolz, dass unsere Ansfeldner Kulturvereine, angefangen vom Bruckner Bund bis hin zu den Chören und zu den Musikkapellen, sie aktiv beteiligen an dem, was nächstes Jahr zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner in unserer Stadt geboten werden wird. Aber nicht nur als Geburtsort des weltberühmten Musikers möchte Ansfelden seinen kulturellen Auftrag erfüllen. Auch sonst ist das Kulturwesen in der Stadtgemeinde breit gefächert. Von einer eigenen Galerie im Stadtamt bis hin zu insgesamt 3 Musikvereinen. Auch jene werden sich im Brucknerjahr 2024 einbringen. In dem Sinne sind wir schon gefordert, dass wir da Noten bekommen, die wir halt auch als Blasmusiker aufführen können. Es wird ein großes Konzert geben, nächstes Jahr am Geburtstag von Anton Bruckner, direkt am 4. September. Die Bühne werden wir dann nutzen und ein Gemeinschaftskonzert machen, alle 3 Musikvereine. Die Musikvereine ist jeder für sich selbstständig, für seinen Ortsteil primär zuständig. Aber wenn es größere Aktivitäten gibt, da sind wir aber ganz schnell, sehr heute, organisiert und machen gemeinsame Sache. Die Vereine zählen zwischen 20 und 60 aktive Musiker. Damit das auch so bleibt, ist man seitens der Kapellen nicht untätig. Schon über 15 Jahre haben wir eine Kooperation mit der Volksschule in Kremsdorf, unsere Bläserklasse, wo junge Schüler und Schülerinnen ab der 3. Klasse ein Musikinstrument erlernen können, das von uns von der Werksmusik zur Verfügung gestellt wird gegen eine geringe Mietgebühr. Und einmal in der Woche, Freitagmittag, haben dann diese Schüler und Schülerinnen eine gemeinsame Stunde. Schauplatzwechsel. Zum angesehenen Kulturhaus im Großraum Linz hat sich das Anton Bruckner Zentrum, kurz ABC, entwickelt. Seit 1996 gibt es dieses inzwischen. Wir versuchen so breit wie möglich die Veranstaltungen zu organisieren. Also wir haben Kabarets, dann gibt es Konzerte, nächstes Jahr haben wir Blechsalat oder die Chic Sisters. Wir haben Kinderveranstaltungen von Theater, Mitmachtheater, Kasperl natürlich auch. Mehr als 50 Veranstaltungen finden im ABC jährlich statt. Künstler wie Monika Ballwein, Chris Lohner oder Volkshilfe sind hier schon aufgetreten. Einige Kulturschaffende zieht es nicht zum ersten Mal nach Ansfelden. Elli Bauer und Sonja Picard, zwei ganz wunderbare Kabarettistinnen, waren 2020 schon einmal bei uns im Anton Bruckner Zentrum und kommen am 20. Oktober wieder. Durch und durch ein Ort der Zusammenkunft also. Und das mit Sicherheit auch, wenn es heißt Happy Birthday, Anton Bruckner.